jede Einrichtung in Fürstenfeldbruck ist eigentlich hier so im, ja, zwischen 2 und 3 Kilometer sehr gut erreichbar. Die kurzen Wege mit dem Fahrrad, mit dem Lastenfahrrad hier zu machen, zu Fuß zu gehen, die ÖPNV zu nutzen. Ein gesellschaftliches Umdenken muss hier stattfinden und da gehört die Europäische Mobilitätswoche und die Nachhaltigkeit an oberster Stelle mit dazu. Ich finde es sehr wichtig, dass wir uns möglichst öfter, aber einmal im Jahr in ganz besonderer Weise diesem Thema zuwenden. Es finden da ja auch sehr viele Aktionen statt, die natürlich auch das Thema in die Öffentlichkeit tragen, das auch die Menschen mit einbezieht und anspricht. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Also die Mobilitätswoche war halt einfach eine Aktion, wo man sich direkt an Menschen wenden konnte. Und die Menschen waren neugierig. Die hatten Freude, da durchzugehen und zu sehen, hey, was kann alles anstatt einem Auto auf einem paar Quadratmeter Parkplatz eigentlich passieren? Beim Highlight ganz klar die 85 Meter lange Tapete, die wir gemalt haben und dann ausgerollt haben mitten auf der Straße. Das war wirklich sehr schön. Das längste Bild von Fürstenfeldbruck. Die Reaktionen aufs Lastenradrennen waren durchweg positiv. Ganz besonders, wenn dann irgendwie um die Ecke ein Lastenrad geprescht ist mit Kisten und Tischen und Stühlen beladen, waren die Leute doch sehr überrascht und dann echt begeistert, was man alles mit so einem Lastenrad bewegen kann und wie viel Spaß das den Leuten gemacht hat. Die Europäische Mobilitätswoche bietet eine einfache Möglichkeit, verschiedene Maßnahmen anzustoßen und verschiedene Akteure zu verbinden, die sich für die nachhaltige Mobilität engagieren. Die Fahrradstraßen haben wir angeweiht im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche. Wir haben einen verkehrsberuhigten Bereich und die verschönerte Unterführung. Das sind alle kleine Maßnahmen, die sehr gut bei den Bürgern ankommen. Wir haben bereits viele Ideen gesammelt letztes Jahr und wir hoffen, dieses Jahr können wir noch mehr machen.